Gefangen in der Hölle. Gefangen für etwas, was wir nicht getan haben. Für einen Mord. Tja, willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Unity und die Frage ist natürlich, wie geht's jetzt mit uns genau weiter? Und das ist, wie ich fürchte, eine sehr gute Frage. Was starrst du so, Pisspot? Ja, ist eine nette Bezeichnung, Pisspot. Na, ziemlich hoch, ich fürchte. Willkommen in deinem neuen Heim. Ja, danke. Erst ein bisschen schlafen gehen, wa? Sie töten alle! Oh Gott, bitte helft uns! Hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Hol sie dir, wo du es kannst. Ganz, ganz schlechte Idee, Alter. Mich meinen ersten Kaffee zu stören, das wir es noch bereuen, ey. Ja, so ungefähr. Der kann was, der Typ, der kann was. Deswegen muss ich zuerst parieren, dann einmal angreifen, weil... Ah gut, so klappt's auch. Weil jetzt angreifen wird nichts bringen, dann wird er parieren. Guter Schlag, Pisspot. Mal sehen, was deine Verteidigung taugt. Mehr als deine, so wird sei schon mal gesagt. So viel mehr für eine kaputte Antiquität. Die einzige Antiquität, die kann ihr dummes Maul nicht halten. Sag das nochmal. Ich habe dir nur gesagt, alter Mann. Also muss es wehtun, so wie ich es schon reingehauen habe. Aua, so willst du. Ja. Ah. Zum Reinhauen, wa? Viel Energie. Gib mir, was meins ist, und geh wieder an dein Gekürzel, alter Mann. Gekürzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Pisspot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr... 76? 77? Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von ihr drin? Hm?
Das ist eine sehr gute Frage. 2 Monate später. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unserer Tür klopfen. Kanonenschüsse! Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sichert die Gefangenen! Was ich tue. Okay, Versteck betreten. Schnell, Pisspot, bevor die Wache kommt. Ja, Wache doch. Hä? Oder willst du den Rest deines. So, jetzt aber. Gefangene, an die Wand. Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Ruhe. Gefangene, an die Wand. Mann, ey, wieso töten? Wieso muss das sein? Gut, verschwinden wir aus dem Schreckloch. Ihr da! Ihr da! Halt! Okay, kein Problem. Na, come on, come on! Paré, paré! Oui, oui! C'est tout fermé! Wow! Oh, Alter! Belek, ist die Tür offen? Nicht ganz. Wir haben ein Problem. Wir fürchten ziemlich groß. Alter! Von hinten bringt's nix. Kein Problem, lasst ihr nur Zeit. Das kann nicht euer Ernst sein. So geht doch. Die Rauchbombe, ja, ist gut, aber den Rauchbomben. Na, ja, komm schon. Okay, wir kommen! Du! Wir kommen! Ganz ruhig, Arno, ganz ruhig! Tja, so war das sicher nicht geplant. Da wäre es wunderklug gewesen, einen Rauchbomb einzusetzen, war, damit sie uns nicht folgen können. Ich hab's! Na los, Pisspot! Durch das Fenster! Komm! Jetzt! Ja, ich mache schon! Nein, nein, komm schon! Jetzt! Nein! Jetzt! Komm schon! Mal bloß einen Rauchbäume einsetzen hier oben! Da geht das nicht! Nein, wo gehst du denn hin? Geh doch rein! Alter! Also teilweise, ganz ehrlich. So, jetzt bin ich der Zweite. Der ist der Erste. Ich dachte, der wäre schon der Zweite gewesen. Ja, das fand ich schon bei Assassin's Creed 3 immer ein bisschen nervig, dass immer dorthin klettert, wo er gar nicht soll und vor allem kommt nicht mehr runter. Also immer noch ein bisschen rennen. Mir geht's noch ganz so gut, wenn man das sagen darf. So, danke schön. Noch 3 Tränke, ganz toll.
Zaun. Ihr sollt eure Waffen niederlegen. Stopp, der Sturm. Ihr angeht endlich. Rückt mit den Waffen. Ja, plündern, wieso nicht, wa? Brillant, und wie kommen wir wieder runter? Vertrau mir! Ich weiß, ob man das unbedingt will. Ja, lass einfach fallen. Fallen lassen! Nee, vielleicht nicht unbedingt, wenn es geht. Was sind andere jetzt? Aha, das ist oben. Sag doch das, ey, da ist er schon wieder runtergegangen. Ach, komm doch schon, nur nicht so schnell. Ach, so wie dazu. Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu springen. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kanten! Ja, ich würde sagen, springen! Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Unity. Natürlich den ellenlangen Ladescreen. Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach.
Das ist echt hart. Aber irgendwie war es fair zu sehen, dass so eine Wendung irgendwie kommen muss. Ja, wenn man der alte Krieg war. Templer gegen Assassine. Assassine gegen Templer. Ich glaube, dieser Krieg wird wohl niemals enden. Niemals. Wen soll das bedeuten? Eine sehr, sehr gute Frage. Paris! Paris steht Ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden oder die nächste Anspielermission spielen, um Arnos Geschichte weiter zu verfolgen. Die Frage natürlich, was bringt es, wenn ich jetzt einfach die Stadt erkunden würde, wa? Sequenz 2, Erinnerung 1, eingekerkert, abgeschlossen. Perfekte Parade, Flucht mit Hilfe von Rauchbomben, alles ist geglückt. Ja, immer mal etwas, wa? Paris, die Stadt der Liebe, ich fühle momentan eher die Stadt des Todes, so wie es momentan aussieht. Was denn dort? Ah, das könnte noch etwas Interessantes. Kommen wir das ein bisschen rüber. Kann man da festhalten, aber ja weniger, wa? Nee, natürlich nicht. Asin kann natürlich auch das. Ja, komm schon auch noch runter mit dir. Und rein ins... Ich wollte jetzt eigentlich gerade rein ins Fenster, wenn es die irgendwie... Dankeschön. Den Dieb rammen. Hä, was für ein Dieb? Hä? Ich komme jetzt hier runter. Den Dieb rammen. Ja, klingt nach interessanter Geschichte. Wow, alles runter, bitteschön. Was für ein Dieb denn, wa? So, wer bist du? Sehr schwierige Mission. Kauft WK und Ausrüstungsstücke, um ihren Level zu erhöhen. Belohnung 400 Schwierigkeit, der cooles. Sehr schwierig, bloß 2 Stufen. Also, so schwierig ist jetzt der nicht unbedingt aus, die Mission. Und wieder mal quatschen alle Französisch. Naja, Paris ist natürlich kein Wunder, wa? Das heißt, irgendwie stand da was wegen Dieb. Hat der noch Schönes für uns? Verbrauchsgegenstände, ja, wieso nicht? Alles auffüllen. 90, wie viel haben wir überhaupt? 110. Oh. Ja, wieso nicht? Alles voll, dankeschön. Und ich muss mich wieder mal angewöhnen, dass ich halt die Toten entehre, indem ich halt ihnen, naja, alles aus den Taschen leiere. Ich glaube, ansonsten könnte es noch ein bisschen schwierig werden mit dem Geld. Natürlich kann man etwas kaufen und so, also wir spielen natürlich auch Missionen machen, um Geld zu verdienen, das ist natürlich kein Problem, aber ansonsten... Wir können ja auch Missionen dort irgendwo weitergehen, wa? Was sind das für Truhensymbole? Wer seid ihr denn?
Ah, einfach nur ein paar Truhen, wa? Will ich aber nicht! Und jetzt? Nerv mich nicht, Mare! Verdammter Narr! Ich zeig dir, wer hier die verdammten Hosen anhat! Moderater Abschaum! Ja, die Typen haben Kraft, muss man leider zugeben. Jetzt haben wir so parieren hier nicht mehr. Ah, da hast du starke Waffen, wa? Was zum Arno? Spieler desynchronisiert. Okay, der Junge hält noch sehr, sehr wenig aus, muss man leider mal so sagen. Was rückt ist, die Wachen können problemlos parieren und alles. Oder sogar den anderen Typen, sprich einen Assassinenkumpel, wenn man es halt so will. Kein Problem, aber den hier, ja. Keine Chance. Bezirk, Ballet de Justice. Mais oui, mais oui. Nun gut, Leute, sind zwar wieder zurück. Die gleiche Szene wie vorhin. Ja, ungefähr die gleiche. Ist dann bereits K.O.? Nee. Ist halt vielleicht besser ein Typen dort, ein Fetteren, wa? K.O. jetzt mit dem anderen kämpfen. Nun gut, wie es hier weitergeht bei Assassin's Creed Unity und mich hier noch lange mit beschäftige oder aber direkt mit der Hauptstory weitermache, das erfahren wir dann im nächsten Part. Und genießen bis dorthin noch ein wenig die schöne Aussicht hier hinter. Ja, was soll denn das ein Ort sein soll, aber glaube ich, habe schon mal davon gehört. Weil es gibt es ja in heutigen Zeit noch gibt. Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Unity. Ciao zusammen.